Bewusst gemeinsam leben versteht sich als Drehscheibe für Veränderungen in den Bereichen Lebensmittelversorgung, Energiesicherheit und Rückbesinnung zur Natur. Dafür machen wir uns stark. Jeder für sich und alle gemeinsam. Ja, es geht dabei auch um einen gesellschaftlichen Wertewandel und der ist auch ein Anliegen meines jetzigen Studiogastes, Georg Diegruber, Initiator von Bewusst gemeinsam leben. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ihre Initiative ist ja keine Extra-Initiative, sondern eine Plattform, die viele Initiativen, die da was verbessern wollen, zusammenbringt. Was wollen Sie denn konkret erreichen? Es gibt so viele Lösungen, nur sind sie im Fokus. Also von der Kurzbeschreibung her, wir stehen als Drehscheibe oder sind uns Drehscheibe für Veränderungen im Bereich der Lebensmittel. Haben wir gerade das Thema gehabt von Herrn Weinberger, Energie, Sicherheit und Rückbesinnung zur Natur. Dafür machen wir uns stark und wollen Lösungen sichtbarer und wirksamer machen. Jetzt haben wir Sie in dem Beitrag auch gesehen, die Pandemiekrise hat unseren Fokus ja vielleicht auch mehr auf zum Beispiel Regionalität bei Lebensmitteln, was Ihnen auch wichtig ist, gelenkt. Ist da wirklich viel passiert oder reden wir alle mehr drüber? Wir sind schon in einer Blase, weil gesamt gesehen ist da noch ganz, ganz viel zu tun, aber es ist jedenfalls ein Beschleuniger. Also es ist ein Humus für bewusst gemeinsames Leben, hat mir kürzlich der Felix Gottwald, einer unserer Mentoren, gesagt, definitiv. Ich glaube, wir stellen uns schon jetzt Fragen aufgrund der Situation, die vor einem halben Jahr noch nicht Thema waren, definitiv. Was sind denn die konkreten Projekte, um die es da auch geht bei Ihrer Initiative? Diese Lebensmittelversorgung in Österreich zu stärken und wir sehen ja Österreich als Dorf. Also das Dorf Österreich inklusive Wien. Früher hat man die Lebensmittel vom Land in die Stadt gebracht. In der Stadt sind die Innovationen entwickelt worden. Und wenn man jetzt das Dorf Österreich weiter runterbricht in 2000 kleine Dörfer, dann haben wir Umsetzungszellen. Das heißt, wir schaffen lebenswerte Gemeinden. Und da sollen, wie Sie eingangs gesagt haben, das Miteinander der Menschen im Mittelpunkt stehen. Kommunale Intelligenz, Professor Hüter, wo es darum geht, gemeinsam zu entwickeln. Die Gemeindeverwaltung, die Politik, die Wirtschaft, die Bauernschaft. Also es muss ein gemeinsames Anliegen sein, einen Ort gemeinsam zu entwickeln. Und das sind das, was Sie gesagt haben, dieses Tun, dieses Sichtbare nach außen zu schaffen. Jetzt ist es ja gerade am Land in den letzten Jahren eher in die andere Richtung gegangen, nämlich dass es immer weniger regionale Versorger gibt irgendwie und die Menschen auch abwandern, weil es immer weniger Arbeitsplätze gibt. Das heißt, wir müssen uns wieder zurückbesinnen auf dieses regionale Miteinanderleben einfach auch. Ja, das ist immer ein Thema. Wir haben allerdings, und das ist Fakt, 10% der Gemeinden in Österreich, die keine Lebensmittelversorgung haben. Da greifen die herkömmlichen Lebensmittelkonzepte nicht und das sehen wir als Chance. Dass man wirklich mit Genossenschaft, mit viel mehr Regionalität, Bauernschaft, da wirklich einen Bewusstseinswandel insofern schafft, dass wir andere Handlungen brauchen. Also es ist ja der Klassiker, ich möchte ein Lebensmittelgeschäft und fahre aber da in die Großmärkte. Also wenn wir Veränderung wollen, dann braucht es einen wirklichen Bewusstseinswandel und andere Dinge, andere Handlungen. Und da sind wir sehr, sehr positiv, weil wir wirklich österreichweit solche Schätze suchen und eben die gemeinsame Speerspitze schaffen wollen. Was kann denn jeder Einzelne jetzt wirklich dazu beitragen, dass das dann auch gelebt wird, dieser Wertewandel? Dass er sich immer erinnert, dass er auch ein Potenzial hat, das ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Jeder trägt dazu bei und wir stellen das gerne als Puzzle dar. Wenn ein Puzzlestück, ein Mensch sagt, wenn Sie sagen, nein, ich bin nicht wichtig, wird das Puzzle nicht fertig. Mhm. Das ist das ganz Entscheidende wichtig und Entscheidende. Und dann natürlich, dass man das verbindet mit entsprechenden Möglichkeiten, dass ich mein Potenzial auch einsetzen kann. Ich glaube, wir brauchen neue Dienstleistungen, neue Produkte. Wir müssen wirklich schauen, dass wir Wertschöpfung und Wertschöpfung schaffen in Österreich. Und da gibt es viel, viel ermutigende Beispiele. Was ist denn jetzt Ihre ganz persönliche Motivation, sich da so einzusetzen? Eine sehr persönliche, insofern eine Familiengeschichte. Also im Salzburgerland, eben im Bonga, mein Papa war ein sehr depressiver Mensch, 80 Jahre. Und ich habe gesagt, was kann ich als Beitrag leisten? Wir haben eine schöne Verabschiedung noch gehabt und habe gemerkt im eigenen Dorf, wo sind die Gestalter, wo sind die Macher, wo sind die, die nicht zerreden? Und bin draufgekommen, ich kenne auch sehr wenige und habe mich auf die Suche gemacht und das Projekt gibt es 10 Jahre. Und das war Schritt für Schritt, wo das stärker und stärker geworden ist und das Thema Lebensmittel und Energie, Vision 24 Stunden Sonne von Herrn Fron, es ist ein Milliardenwert Schöpfung. In dem Sinn, wenn man das angeht mit PV-Paneelen, also es gibt ganz, ganz viele Dinge, dass man wirklich auch Arbeitsplätze in der Region schaffen. Und zum Thema Bodenverdichtung, ganz, ganz wichtig, wenn ich Lebensmittelversorgung haben möchte, brauche ich die Böden, ich muss Ortszentren wieder schaffen, also die ganz bekannten Themen und da brauchen wir auch die Politik dazu, definitiv. Dann wünschen wir Ihnen alles Gute dafür und danke für den Besuch. Dankeschön.